Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dark Souls 3. Und ihr seht schon da hinten den lieben Fridolin, ja? Ja, ich habe erstmal die Seelen hier zurückgeholt, war irgendwie doch nicht so sinnvoll, wie ich dachte, waren nur 800 Stück. Und ich habe beschlossen, wir werden einen anderen Weg einschlagen, liebe Freunde. Wir werden uns weiter nach hier unten durchschlagen, weil ich habe ehrlich gesagt wirklich null Bock auf den Ritter. Und da unten den Typ mit der dicken Axt habe ich gesehen und das hat mir schon gereicht, dass ich den gesehen habe. So, da waren wir Gott sei Dank schneller als der Kollege. Oh, ich sehe jetzt schon. Und es gefällt mir schon wieder nicht, was ich da sehe. Was wäre eigentlich, wenn wir da bei dem Drachen... Okay. Was wäre eigentlich, wenn wir bei dem Drachen oben gelaufen wären? Hier stirbt keiner umsonst. Auf Distanz haben sie angegriffen, die Schweine. Oh. Das Movement-Set ist auf jeden Fall cool, das mag ich. Lasst erscheinen rollen. Ich möchte das nicht verhöhnen. Verhöhnen ist schlecht. So, was haben wir denn hier? Verschlossen, das ist hübsch. Das gefällt mir. Verschlossen ist... ist immer gut. Item. Okay, interessant. Boah, ist das laut, ey. Ich will keine Wurfmesser. Ich möchte einen vernünftigen Bogen. Na, zu viel gesoffen, Keule. Schade aber auch. Schade für dich. Kettenbrecher. Interessant. Na, dann zeig ich mir noch mal den Kettenbrecher her. Okay, das ist doch ganz schön schlecht. Krummschwerthieb. Das ist ein Dolch. Ach so. Zehn auf Stärke, sieben auf Stärke. Pff, kann ich ja machen. Aber der ist sogar schwerer. What the fuck? Aber ich finde meine Schwerter ehrlich gesagt cooler und ich hätte die eigentlich sonst für nichts geupdatet. Das wäre auch scheiße. Also benutze ich die Schwerter. So. Ah, da waren wir also gerade. Und da ist nichts. Ja, Leute, ich weiß, aber erkunden muss man in diesem Spiel. Jeder, der schon mal Dark Souls gespielt hat, ja, ich kann mich jetzt endlich mal auch zu der Gruppe zählen, die schon mal Dark Souls gespielt hat. Die weiß, was ich meine. Ja, die ganze Zeit haben auch Kollegen gesagt, ey, spiel doch mal hier. Ey, du bist ein Typ, ne? Spiel mal Dark Souls, das wird hier bestimmt lustig. Komm schon, Mann, ich will mit dir talken. Komm ans Gitter. Hallo? Egon, los.
Fuck. Na gut, dann halt nicht. Wenn ich möchte, ist dann nicht. Kann ich zu nichts zwingen. Die Frage, die mich aber ehrlich gesagt ein bisschen wurmt, ist... Oh mein Gott, ich weiß. Ja. Ach nee, da habe ich schon geguckt, da ist nix. Ja, dann wieder hier hoch, ne? Ist ja alles Töfte jetzt. Oh nein, Fridolin ist ja jetzt auch schon wieder wach. Fridolin. Ach, Kollege, komm schon. Sei jetzt bitte nicht so. Runter. Alles gut. Wieder so einer mit der Axt. Du da unten, du wirst bestimmt auch noch lustig sein. Weißt du was? Ich glaube, ich gehe jetzt da unten runter. Ich glaube, ich gehe jetzt hier unten runter. Die sind nämlich alle tot. Ich dachte schon, what the fuck, was ist denn hier so windig? Aber es ist im Spiel. Der Typ leuchtet, der... Ach so. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht, der Kollege. Nice. Wofür hat der denn jetzt Damage gekriegt? Oh, Spaß, den überlebe ich doch nicht. Viel Erfolg. Ja, danke schön. Ja, oder wir umgehen den Kollegen einfach, ist auch gut.
Alter Schwede. Ohne Spaß, jetzt will ich aber ein Feuer haben hier. Nicht? Oh oh. Nicht nach oben. Ich möchte nicht nach oben. So, jetzt ist der Shortcut schon mal frei. Das ist ein beruhigendes Gefühl, denn das bedeutet so viel wie fick dich, es gibt kein Feuer. Ob mir das gefällt? Nein. Aber ja. Ne? Muss mal am Nippel kratzen hier. So sieht das nämlich aus. Stampft wieder mal ein. Oh, Alter. Zu viel Rot. Gelobt sei die Sonne, hä? Ja, sicher. Alter, wie viele das sind. Nö. Was macht denn der Typ da? Wie ich kein Leben mehr habe, Freunde. Komme ich hier irgendwo hoch? Kann ich den backstabben? Nein. Nein! Gut, alles klar. Wo war denn jetzt nochmal der Shortcut? Ach so, hier ganz unten, ne? Deswegen war hier das Loch. Alles klar. Gut. Hier ist nur ein Aufzug. Moment. Den habe ich doch aufgemacht.
Den habe ich aber aufgemacht, Kollege. Was kann ich eigentlich mit diesem komischen Edelstein machen? Durchwirken, um krude Waffe herzustellen. Oder crude. Stärke plus 3. Kein Schlüssel, okay. Weit und breit nichts. Ja, ne? Also muss ich jetzt doch wieder, ja? Verschlossen, echt jetzt, geil. Danke, Spiel, dass du mir so entgegenkommst. Finde ich echt super von dir. Schon wieder die falsche Taste gedrückt, Mann. Kann doch nicht. Boah, ich habe ehrlich gesagt schon mittlerweile bin ich es echt leid, den Typen da zu bekämpfen. Komm hoch. Du brauchst doch vor allen Dingen immer so ewig, Kollege. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Ich bezweifle ehrlich gesagt, dass ich da wirklich hier lang will. Ich würde jetzt echt viel für so einen Bogen geben, ne? Ganz entspannt, erstmal in dem springen. So. Ja, da oben ist der Shortcut für mich. Den ich aber nicht aktivieren kann. Oh, bitte nicht. So. Komm, einen Versuch starte ich jetzt noch, den zu holen. Gut, leck mich. Ich frag mich echt immer noch, wovon der Typ jetzt Schaden kriegt.
Aber naja, wir gucken uns jetzt nochmal zum grünen Abschluss nochmal die Waffe an hier. Stoßschwert. Warte mal, was braucht das? Oh. Wie kann man denn nochmal... Aber wisst ihr was, da gucke ich einfach jetzt später nach, ja? Ich verabschiede mich von euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.